Willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video geht es um eine mögliche Lösung oder eine weitere Lösung, falls euer Start-Stopp nicht funktioniert. Falls noch kein Abonnent meines Kanals seid, abonniert ihn doch, es ist komplett kostenlos für euch. Also fangen wir an. Es gibt einige Besitzer, bei denen die Start-Stopp-Automatik nicht funktioniert. Hierzu habe ich natürlich auch gehört und es wurde mein BMS-Sensor ausgetauscht. Ich habe hierzu schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch hier oben in dieser Infokarte. Und ja, seit dem Tausch des BMS-Sensors ist alles bestens. Seitdem funktioniert das Ganze tadellos, ohne Probleme. Jetzt seit mehreren Monaten, könnte sogar jetzt ziemlich genau ein Jahr her sein. Und ja, was es hier zu beachten gibt, und das weiß leider nicht jede Werkstatt. Es gibt eine Werkstatt hier in der Nähe, die würde ich jetzt nicht unbedingt besuchen, weil ja mit der habe ich nicht nur Huddel, sondern auch der ein oder andere. Wir wollen aber keine Namen nennen. Auf jeden Fall ist es so, dass nachdem natürlich der BMS-Sensor ausgetauscht worden ist, dieser natürlich auch noch angelernt bzw. resettet werden muss. Also Batterie, BMS-Sensor müssen sich das mal kennenlernen, damit das Ganze funktioniert. Nur den BMS-Sensor auszutauschen, bringt absolut nichts. Ja, und falls ihr jetzt eine Werkstatt erwischt habt, die zwar euren Sensor getauscht hat, aber das Ding nicht angelernt hat, oder ja, der Sensor wurde getauscht und es hat nur eine Woche, zwei funktioniert, seitdem nicht mehr, dann ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Werkstatt vergessen hat oder nicht wusste, dass man das Ganze noch anlernen muss. Hierzu habe ich allerdings eine Abhilfe für euch. Ihr könnt das Ganze anlernen ohne irgendwelche spezielle Software. Also ihr braucht weder Laptop, OBD oder sonst irgendwas. Ganz normal mit den Bordmitteln des Autos. Und hierzu geht ihr folgendermaßen vor. Als erstes schalten wir das Abblendlicht ein. Danach schalten wir die Zündung ein. Danach fünfmal die Lichthupe betätigen und danach dreimal das Bremspedal drücken. Dann dauert es 2, 3, 4, 5 Sekunden und die Batterieleuchte im Kombi-Instrument vorne fängt an zu blinken und bestätigt euch dadurch, dass die Prozedur erfolgreich durchgeführt wurde. Habt ihr das gemacht? Ist quasi der Batteriesensor mit eurem Akkumulator angelernt und nun sollte alles wie gewohnt funktionieren. Erwartet nicht von Anfang an irgendwelche Wunder, gegebenenfalls muss die Batterie nochmal nachgeladen werden oder. Beobachtet das mal und wie ihr wisst, es hängen viele Faktoren davon ab, ob Start-Stopp funktioniert oder nicht. Außentemperatur, Motortemperatur, Batterieladung und. Also viele Faktoren müssen stimmen, damit dann Start-Stopp wirklich funktioniert. Aber das wäre noch eine zweite Möglichkeit, wieso es gegebenenfalls bei euch nicht funktioniert oder nur kurzfristig funktioniert, falls der BMS-Sensor getauscht worden ist. Ja, das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!